Ich heiße Eva Norell, ich bin 67 Jahre alt und ich wohne in Stadt am schönen Chiemsee. Das schönste Chiemgau der Welt hier. Ich habe bei The Voice Senior mitgemacht, bin bis ins Finale gekommen. Ja, und da hat es mich dann natürlich rausgebrettert. Ja, das kann man halt nicht ändern. Es waren ja alle 8 Finalisten, waren alle sehr, sehr gut. Die hätten alle den Sieg verdient, also mein Geschmack. Aber es kann halt nur einer siegen. Ich bin auch nicht traurig um gar nichts. Und ich habe mein Leben eigentlich immer sehr positiv gesehen und dachte mir, naja, machst den Spaß halt mal mit. Und das hat mich dann doch ganz schön weit gebracht. Und das ist eigentlich eine tolle Erfahrung gewesen. Und ich bin sehr, sehr happy, dass ich es dann doch gemacht habe. Am Anfang wollte ich ja gar nicht. Ich freue mich eben einfach, dass ich das in meinem Alter überhaupt überstanden habe, weil es war auch sehr anstrengend. Wir hatten also ganz anstrengende Proben. Wir mussten viele Interviews, Fotoshootings geben. Dazwischen haben wir natürlich was zu essen gekriegt und was zu trinken, damit wir wieder weiter powern können. Und da waren dann natürlich auch viele, viele Proben, dass der Song dann sitzt und dass es halt passt. Ja, und ich freue mich auch, dass ich wieder zu Hause bin und habe mich wirklich als die ersten Tage erstmal runterkommen, ganz ruhig. Ich habe viel geschlafen, weil das war so anstrengend, das Finale für mich vorher noch. Das, ja, ich habe das einfach gebraucht und das Adrenalin, das musste ich ja auch wieder abbauen. Und somit ja, bin ich jetzt froh, dass ich ein bisschen Luft noch hatte, weil jetzt habe ich dann meinen nächsten Auftritt und der wird dann also Heiligabend sein und der nächste ist Silvester. Bist ja auch schon erkannt worden hier, gell? Ich war dann ganz baff, also bei Lidl und da und dort und dann am Tegernsee und ein Ober und in einem Geschäft, eine Angestellte und da so und auch auf der Straße. Immer wieder mal hat man gesehen, dass jemand irgendwie besonders schaut und dann irgendwie, ach, das ist doch die und so. Haben sich natürlich dann bei mir jetzt nicht gleich gemeldet, aber man hat irgendwie gespürt, dass doch ein paar Leute das anscheinend doch angeschaut haben. Magst du spontan einfach eine Gesangseinlage einüben? Ja, mal, machen wir halt irgendwie was. Wir haben ja jetzt keine Musik, aber machen wir es halt ohne. Das geht ja auch. Also ich kann zum Beispiel meinen Finalsong, den ich hätte singen sollen, und der wurde ja auch einstudiert, aber da kam es ja nicht mehr dazu. Das ist I Am What I Am von Gloria Gaynor. Und der geht ungefähr so. I am what I am, I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world and I wanna take a little pride in my world. And it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. Super, Gratulation. Der Anfang. Sehr schön. Dann sage ich danke für das Interview, Eva. Ja, bitteschön. Ich habe mich sehr zu bedanken, dass das Interview stattgefunden hat.